Hi, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Am Sonntag ging es um Belichtungsreihen und heute gibt es dazu die passende Bearbeitung. Viel Spaß! Wenn du das Video von Sonntag noch nicht gesehen hast, da ging es um Belichtungsreihen erstellen mit der Kamera, dann solltest du das unbedingt tun. Heute geht es dann darum, das Ganze als HDR in Lightroom zu bearbeiten. Ich werde dir den Link zum Video am Sonntag auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Ansonsten, wenn du die RAW-Dateien haben möchtest, dann trage dich auf jeden Fall noch in mein Newsletter ein, denn da gibt es immer wieder mal kostenlose RAW-Dateien zum Mitarbeiten, so auch in dieser Folge. Das heißt, wenn du jetzt schon im Newsletter mit dabei bist, dann hast du diese drei RAW-Dateien, um die es jetzt hier heute geht, auch als E-Mail bekommen. Und wenn du das in Zukunft auch haben möchtest, dann trage ich dort auf jeden Fall noch mit ein. So, jetzt ist aber genug Werbung gemacht, jetzt geht's los mit dem eigentlichen Bearbeiten. Ich habe jetzt hier insgesamt drei RAW-Dateien geöffnet. Wenn du das Video vom Sonntag gesehen hast, da habe ich immer fünf Belichtungen erstellt. Ich werde jetzt hier allerdings nur mit drei davon arbeiten. Ich habe im Video eine normale Belichtung, eine minus 1, minus 2, eine plus 1 und plus 2 Belichtung gemacht. Ich werde jetzt hier die normale Belichtung nutzen. Da siehst du auch schon im Histogramm, dass wir sowohl ein paar Details nicht mehr haben in den Tiefen. Ja, du siehst hier, dass es schon ausschlägt und genauso auch in den Lichtern, in den Highlights hier haben wir auch ein paar Stellen, die ausgebrannt sind. Und deswegen haben wir ja genau diese Mehrfachbelichtung gemacht, um da wirklich alle Details zu haben. Ich habe jetzt hier die minus 1 Belichtung gewählt. Da siehst du auch schon, dass der Himmel korrekt belichtet ist. Aber ich habe mich hier gegen die minus 2 Belichtung entschieden, weil da sonst der Himmel dann doch etwas zu dunkel geworden wäre. Wir haben jetzt hier trotzdem immer noch so einen kleinen Punkt, der ausgebrannt ist. Das ist jetzt hier in dem Fall die Sonne. Wenn ich jetzt hier rüberfahre, dann siehst du auch genau, welcher Bereich das hier ist. Das ist in diesem Fall die Sonne, aber das stört mich gar nicht so sehr, denn wir fotografieren nun mal hier direkt in die Sonne und deswegen ist es für mich vollkommen okay, wenn wir hier auch ein paar ausgebrannte Stellen haben. Andersherum habe ich jetzt hier noch die plus 2 Belichtung drin. Hier habe ich ganz offensichtlich hier für die Schatten belichtet und du siehst jetzt auch schon, dass die Gebäude, die hier im Schatten lagen, jetzt korrekt belichtet sind. Dafür ist der Himmel natürlich viel zu ausgebrannt. Aber jetzt werde ich das Ganze mal hier auswählen mit der Shift-Taste. Das heißt, ich habe jetzt alle drei Bilder ausgewählt und werde jetzt hier einfach mal einen Rechtsklick drauf machen, dann Zusammenfügen von Fotos HDR. Und Lightroom hat ja dieses coole Feature seit einigen Monaten mit drin. Das heißt, Lightroom erstellt hier automatisch eine HDR-Datei und das Ganze bleibt aber eine RAW-Datei dabei. Und das ist der große Vorteil im Gegensatz zu Photoshop. Jetzt habe ich hier nur ein paar Sachen, die ich hier auf der rechten Seite auswählen kann. Ich werde das Ganze automatisch ausrichten, wobei ich hier auf dem Stativ fotografiert habe und deswegen eigentlich keine Probleme damit haben sollte. Der automatische Tonwert, den werde ich hier nicht auswählen, das möchte ich schon selber machen. Und dann habe ich hier noch die Geistereffektbeseitigung, die habe ich in dem Fall hier auf hochgestellt, denn man muss ja bedenken, ich stand hier an einer Kreuzung, um mich herum sind viele Autos gefahren, die sich entsprechend auch bewegt haben und dementsprechend möchte ich hier diese Geistereffektbeseitigung doch sehr stark drin haben, damit ich eben hier keine störenden Bildelemente dann habe, wo nur ein halbes Auto zu sehen ist oder so und deswegen habe ich das Ganze auf hochgesetzt. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis Lightroom die HDR-Vorschau erstellt hat und das kann, je nachdem wie schnell dein Rechner ist und wie groß auch die Bilddateien sind, etwas länger dauern. Jetzt ist Lightroom fertig und du siehst, dass wir hier überhaupt keine Probleme haben mit diesen Geistereffekten. Und wenn ich jetzt hier auch nochmal mir anzeigen lasse, wo das Ganze überlagert wurde, dann siehst du auch schon recht deutlich, ja, es ging hier eigentlich wirklich nur um den Verkehr. Und den hat Lightroom sehr schön herausgearbeitet. Also man muss wirklich sagen, dass Lightroom hier einen super Job macht und das Ganze sehr, sehr gut zusammenfügt. Dementsprechend klicke ich jetzt hier auch einfach auf Zusammenfügen. Das heißt, Lightroom wird jetzt hier nochmal kurz arbeiten und aus dem Ganzen eine entsprechende neue RAW-Datei erstellen mit allen Informationen, die wir benötigen. So, bei mir hat es jetzt doch ein paar Minuten gedauert und dementsprechend haben wir jetzt hier eine neue Datei und das ist unsere HDR.dng. DNG steht hierbei für digitales Negativ und das ist einfach nur ein anderes RAW-Format, das heißt das RAW-Format von Adobe. Und wir haben jetzt hier trotzdem alle Möglichkeiten, wie wir das Ganze weiter bearbeiten können als RAW-Datei. So, ich werde jetzt als erstes mal so ein bisschen meine Standardbearbeitung machen. Das heißt, ich werde so ein bisschen die Tiefen aufhellen, die Lichter etwas herunterziehen. Und du siehst jetzt auch schon, wie viele Informationen hier eigentlich in diesem Bild noch gespeichert sind. Ich werde es jetzt hier nicht zu doll übertreiben, denn ich möchte, dass die Sonne schon noch so ein bisschen überstrahlt.
aber ich denke mal hier so mit ja, minus 64 plus 30 haben wir schon einen ganz guten Wert. Jetzt werde ich die Alt-Taste drücken und meine Weiß- und Schwarz-Werte wieder einstellen. Das heißt, hier werde ich hier wieder einen Weißpunkt setzen und auch einen Schwarzpunkt. Das gefällt mir so schon sehr, sehr gut. Ich werde insgesamt den Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Ich denke mal so auf plus 20. Na, vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen mehr. Und dementsprechend, ja, ich denke mal, ich gehe so auf plus 40. Gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt werde ich als nächstes auf jeden Fall den Weißabgleich noch ändern. Da hier die Sonne schon relativ tief steht, werde ich hier doch etwas wärmer von dem Ganzen gehen. Ich denke mal so, ja, 6700, 6800 ist ein ganz cooler Wert. Vielleicht noch ein kleines bisschen Magenta mit rein, aber nicht zu viel. Ich denke mal so, ja, plus 25 sieht ganz gut aus. Okay, perfekt. Ein ganz bisschen Klarheit werde ich noch mit reinpacken. Na, so plus 10 ungefähr. Dann werde ich die Dynamik etwas anheben und dafür die Sättigung etwas rausnehmen aus dem Bild. Ja, ich finde diesen Look ganz cool, insgesamt ein bisschen Sättigung rauszunehmen und dafür die Farben, die noch nicht so sehr gesättigt sind, etwas anzuheben. Es ist mir doch ein bisschen viel Magenta hier drin, deswegen werde ich das wieder so ein bisschen rausziehen. Ich denke mal, so plus 16 gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Sonst war der Himmel hier schon ein bisschen zu Magenta-mäßig eingefärbt. Okay, cool. Dann werde ich als nächstes von den Sättigungen her auf jeden Fall so ein bisschen hier die Magenta, Lila und auch die Blautöne so ein bisschen rausnehmen. Und vielleicht auch noch so ein bisschen Grün. Und dafür aber hier die warmen Werte, also Gelb, Orange und Rot, noch ein bisschen mehr sättigen. Dadurch kriegt das Bild noch einen ganz coolen Look und so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Dann werde ich hier auf jeden Fall als nächstes das Bild noch schärfen, ja, also mein Standardwert von 80 und das Ganze mit gedrückter Alt-Taste auch wieder ausmaskieren, sodass wir nicht den Himmel schärfen, sondern wirklich auch nur hier die entsprechenden Kanten, die wir benötigen. Dadurch halten wir das Rauschverhalten wirklich sehr, sehr niedrig im Bild und das gefällt mir schon so ganz gut. Perfekt, dann werde ich die Profilkorrektur noch aktivieren. Chromatische Aberrationen sollen entfernt werden. Gerade wenn wir hier gegen die Sonne fotografieren, sollte man dieses Kästchen definitiv auswählen. Und dann werde ich einfach mal gucken, was passiert, wenn ich hier die Upright-Funktion nutze mit Auto. Ja, weil ich habe ja doch ein bisschen nach oben fotografiert, deswegen hatten wir hier so ein paar stürzende Linien. Aber die Auto-Funktion übertreibt es hier schon in diesem Bild ein bisschen. Ne? Du siehst, dass hier jetzt die Linien schon so ein bisschen nach außen fallen. Und deswegen werde ich jetzt hier noch manuell etwas gegensteuern, indem ich hier vertikal wieder etwas zurücksetze. Ja? Und ich denke mal, wenn wir hier bei plus 11 sind, dann ist das Ganze doch schon einigermaßen gerade. Gut, dann werde ich jetzt hier vielleicht noch eine kleine Vignette einfügen und das ganze Bild so ein bisschen schließen, damit der Blick hier wirklich in die Bildmitte geht, wo auch der Sonnenuntergang ist. Genauso soll das ja sein. Dann kann ich noch ein bisschen weiter runter gehen und hier den Dunstentfernregler auch nochmal ein bisschen ausprobieren, denn der wirkt in diesem Bild, denke ich mal, auch schon ganz cool. Ich werde hier mal das Ganze so auf plus 15 stellen. Dadurch kriegen wir noch mehr Kontrast in das Bild und haben so ein bisschen mehr diesen Sonnenuntergangsstimmungseffekt. Ja, schwieriges Wort. Ja, so gefällt mir das Bild schon eigentlich sehr, sehr gut. Ich denke mal, so kann man es lassen und das Ganze auf jeden Fall mal bei Facebook und Instagram posten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du Fragen zu der Bearbeitung hast oder auch zum Erstellen dieses Bildes mit der Kamera, also zu Belichtungsreihen, dann poste es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche da auf alles bestmöglich zu antworten. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das auch auf jeden Fall, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wie gesagt, immer mittwochs und sonntags kommen Videos. Und ich würde mich freuen, wenn du weiterhin mit dabei bist. Alles klar, nur das Beste für dich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.